Willkommen zurück in der dritten Liga mit unserer wunderschönen Mannschaft Düren. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Zum Schluss der letzten Folge haben wir uns den Saisonrückblick angeschaut. Zum Start dieser Folge starten wir rein in unsere dritte Saison. In der ersten sind wir aufgestiegen in die dritte Liga. In der zweiten haben wir jetzt den vierten Platz erreicht und sind damit haarscharf am Relegationsplatz vorbeigeschrammt. Und zwar um einen Punkt. Für die kommende Saison werden wir das Ziel haben, aufzusteigen. Wir wollen aufsteigen und wir wollen auch im Pokal ein bisschen weiterkommen, brauchen dann natürlich Losglück. Und wir haben jetzt natürlich auch die Möglichkeit, gesund zu wachsen, uns gesund aufzubauen, stärker zu werden. Also, dass wir jetzt noch eine Folge, eine ganze Saison in der dritten Liga haben, ist eigentlich gut für die Mannschaft und für uns, denn unser Stuhl wackelt weiterhin. Das Präsidium ist trotz dieser Erfolge nicht so hundertprozentig zufrieden mit uns. Wir müssen irgendwie eine Vertragsverlängerung hinbekommen und deswegen werden wir gleich zum Saisonstart nicht ganz so hart in die Verhandlungen gehen können, wie ich es sonst immer gemacht habe. Wir starten in die neue Saison, meine Lieben. Rein da. Das Saisonende wird berechnet. Und ich hoffe, wir werden eine ganze Menge Aktionspunkte dazu bekommen. Erstmal sehen wir einen neuen Rekord. Vereinsumsatz 17,9 Millionen. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Insbesondere, wenn wir überlegen, dass wir einfach aus Düren kommen und in der vierten Liga gestartet sind. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Damit kann man arbeiten. Und heute beginnt die Vorbereitung auf die Saison 25-26. Ich freue mich drauf. Ich freue mich sehr drauf. Wir bekommen als Saisonbonus 3 Aktionspunkte. Wir bekommen durch den besonderen Saisonbonus, wahrscheinlich weil wir so gut gespielt haben für einen Aufsteiger, nochmal 3 Punkte. Und jetzt können wir in die Verhandlung gehen. Und schaut euch das mal an. Der Vorstand möchte Platz 1 mit uns erreichen. Wahnsinn. Und ich kann nicht verhandeln. Schaut mal. Eigentlich kann man das Ziel absenken oder steigern. Wir können Aktionspunkte auch einsetzen für mehr Verhandlungspunkte. Und eigentlich kann man auch die Anteile ändern, das Budget ändern Richtung Transferbudget, Richtung Vereinsbudget. Aber uns wird hier kein Spielraum gelassen. Interessant. Vielleicht liegt es daran, dass das Präsidium nicht so super gut auf uns zu sprechen ist. Ziel ist Platz 1. Das ist so oder so unser Ziel. Aber das ist natürlich auch eine große Herausforderung, denn es kommen ja auch Absteiger aus der zweiten Liga, die richtig stark sein werden. Das wird kein Ziel sein, was einfach zu erreichen ist. 2,9 Millionen Transferbudget ist natürlich ganz nett, 1,9 Millionen Vereinsbudget auch, da kann man sicherlich was mit anfangen. Aber dass wir hier nichts zu rütteln haben, das ist interessant. Vereinsvermögen 8,1 Millionen. Das heißt, wir werden auch mit einem ordentlichen Vermögen dann aus der nächsten Saison rausgehen, weil wir ja noch nicht mal alles ausgeben dürfen. Aber da wir eh nicht verhandeln dürfen, würde ich sagen, gehen wir einmal direkt weiter. Das sind unsere Trikots. Ich würde sagen, wir spielen genauso weiter. Die haben uns bisher ganz gut Glück gebracht. Und die Beliebtheit der Spieler und das Beliebtheitspensum des Präsidiums, ja, das weist zu wünschen übrig. Verdammt. Spielweise. Wir werden offensiv spielen, auch weil es das Präsidium möchte. Wir wollen kurzfristigen Erfolg. Definitiv. Wir wollen dieses Mal wollen wir aufsteigen. Wir wollen den ersten Platz. Kurzfristiger Erfolg muss das Ziel sein. Alter. Ich setze auf Erfahrung. Ich setze auf die Jugend.
Ich möchte nicht, dass mich irgendjemand darauf festnageln kann. Deswegen sagen wir, das Alter spielt keine Rolle für mich. Form ist nur ein Faktor, müssen wir sagen, leider. Weil wir sonst Spiele einsetzen, die eine schlechte Form haben, einfach weil die gut sind oder weil wir auf die bauen wollen. Und dann beschweren sich alle anderen, dass wir irgendwie was Falsches vorher versprochen haben. Deswegen sagen wir, es ist nur ein Faktor, ist es natürlich nicht. Aber wir wollen hier nicht zu viel versprechen. Und auch bei der Rotation möchte ich einfach nichts versprechen. Aus diesem Grund sage ich einfach, ich setze auf eine Stammelf, damit keiner zu meckern hat. Oder jeder bekommt bei mir seine Chance. Ja, aber wir werden Leute haben, die häufiger spielen als andere. Wir machen es nicht. Aus dem Jugendjahrgang muss ein Spieler schaffen, können wir gerne machen. Ich kaufe nur Spieler, die ich teurer weiterverkaufen kann. Nein, wir versprechen da nichts Falsches. Und damit geht es rein in die neue Saison. Und wir können Rückennummern verteilen. Diesmal wird es einfacher sein, weil wir eigentlich unsere Startelf haben und nur noch ganz punktuell Verbesserungen vornehmen werden. Zum Beispiel brauchen wir Künstler im Sturm und im Mittelfeld. Da werden noch weitere kommen. Erich Duwe, du spielst keine besondere Rolle mehr. Du bekommst mal die 50, damit Rot hier die 1 bekommt. Ich glaube, das hat er sich verdient. Dann, ja, der Ersatztorwart, dann bekommst du die 60. Machen wir mal so. Okay, Klaus Fischer und Serigo Raimundo. Klaus Fischer ist ja links erstmal derjenige, der links spielen wird. Du bekommst hier die 2. Serigo Raimundo bekommt die 22. Als Auswechselspieler für links außen. Und ich würde sagen, wir müssen hier nicht nochmal alles gemeinsam durchgehen. Ich werde jetzt kurz die Rückennummern anpassen und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, ich habe mich einmal ganz kurz durch die Rückennummern durchgewurstelt und ich erkläre euch einmal ganz kurz meine Systematik. Also, Rot bekommt die Nummer 1 als Haupttorhüter. Der Ersatztorhüter bekommt 20 Rückennummern später, also die 21, und Erich Duwe ist egal, der verlässt uns sowieso, der ist sozusagen der Dritttorhüter mit 41. Klaus Fischer, Linksaußenverteidiger, die 2, Erik Obst, die 3, die Auswechselspieler, jeweils 20 immer drauf, mit der 22 und 23. Kantholz ist unser 4er, Gromlock die 5. Ibis Leitner ist die 6, das ist unser Top-Talent, der sich so gut entwickelt. Feinherr Flick ist zwar besser, aber wird wahrscheinlich weniger spielen, deswegen bekommt er die 26. Sargon Go, das größere Talent auf der linken Seite, bekommt die 7. Freak die 27. Dann haben wir hier noch irgendwie Jugendspieler und Spieler, die wir nicht mehr haben wollen. Die bekommen alle die 50er, das sind die, die wir entweder verkaufen wollen oder die verliehen werden. Und hier auf der rechten Seite bekommt Guimarães die 13, Lukin Dajang mit 20, hinten dran die Auswechselposition. Und die 10 habe ich noch nicht vergeben, wir brauchen noch einen offensiven Mittelfeldspieler. Ich glaube, das wird dann direkt die 10. Justus Bade bekommt die 20 als Auswechselspieler und Contreras Gemma ist der 3., aber wird wahrscheinlich uns auch verlassen, höchstwahrscheinlich zumindest, wir schauen mal. Und Tycoon Moore bekommt die 9, Erik Winks die 29 als Auswechselspieler. Und der weitere Stürmer, der kommen wird, wird die 11 bekommen. Und Terranova wird dann die Auswechslung für die 11 machen. Ich hoffe, das macht halbwegs Sinn. Einfach eine Systematik, die ich mir auch gerade so ein bisschen herbeifantasiert habe und mir selber ausgedacht habe. Einfach damit wir mit den Rückennummern so ein bisschen mehr sehen, wer ist in welcher Position und so weiter und so fort. Cool, das hat mir soweit gefallen. Wir gehen weiter und kommen in die
Nächste Saison, wie schön. In 40 Tagen ist unser erstes Spiel gegen Viktoria Köln. Doch lasst uns doch erstmal schauen, wer denn überhaupt abgestiegen ist. Das ist einerseits Braunschweig. Hier ist Braunschweig. Hat natürlich auch eine dicke Teamstärke als Absteiger. Das ist andererseits Wiesbaden. Dann haben wir als Absteiger noch Osnabrück. Das heißt, der Relegationsplatz hat es geschafft. Okay, super. Ich gönne ihnen das. Ich gönne das Magdeburg. Dann werden wir mal schauen, wen wir fördern. Rot hat es fast geschafft. Mit dem aktiven Mitspielen, dann fördern wir ihn doch einmal. Ich glaube, das können wir gern machen. Wir gehen in die Woche rein. Das Präsidium mag uns so lala, die Spieler auch nicht so richtig gerne. Aber das Allerwichtigste für uns ist, dass wir ein bisschen besser dastehen bei den Spielern und dass alle glücklich sind. Und dazu gehört, dass wir faire Gehälter zahlen. Das heißt, wir werden die Gehälter alle neu verhandeln. Das können wir jetzt wieder. Nein, können wir nicht. Wieso können wir das nicht? Das finde ich blöd. Oder kann man das nur einmal im Jahr? Und dann können wir es erst dann, wenn es wieder soweit ist. Das hätte ich cooler gefunden, wenn wir es jetzt wieder machen dürften. Aber dass ich das nicht darf, ist richtig blöd. Na gut, wir dürfen nicht die Gehälter aufbessern. Ich wollte gerade sagen, ich würde sie gern ein bisschen besser bezahlen als zu schlecht bezahlen. Aber dann können wir das so oder so nicht machen. Ist nicht so schlimm. Dann werden wir uns jetzt erstmal trotzdem um die Spieler kümmern, denen es nicht ganz so gut geht gerade. Stefan Himmel, Lukinda Jung und Erik Winks. Die müssen wir definitiv im Auge behalten. Und es gibt Spieler, die wollen wir verkaufen. Und da können wir jetzt einfach mal nach Rückennummern sortieren. Geht leider auch nicht. Ah, ich habe so gute Ideen gehabt, aber die funktionieren leider nicht. Okay, schade. Dann lass uns mal nach der Position schauen. Also, Erich Duwe wird hier klar keine Zukunft mehr haben. Ich gehe davon aus, dass wir ihn auch nicht mehr großartig anbieten können. Sein Marktwert liegt bei 34.000. Der kommt noch mit. Aber Erich Duwe wird bei uns seine Karriere beenden. Klaus Fischer, Serigu, Raimundo sind super, die behalten wir genauso. Erik Obst und Dan Wallace sind super, die behalten wir genauso. Bei den Innenverteidigern haben wir das Problem, dass wir ehrlich gesagt einen Innenverteidiger zu viel haben. Wir können nicht genügend rotieren, dass wir alle glücklich machen können. Gerade Stefan Himmel ist hier sehr unglücklich. Stefan Himmel ist aber ein Talent. Er ist 21 Jahre jung, kann sich noch gut weiterentwickeln. Sertic, und es tut mir so leid, dass ich ihn wieder ins Spiel bringe, ist kein Talent, ist schon 30 Jahre alt, hat sich toll entwickelt, ist immer noch dabei, sich weiterzuentwickeln, aber ganz ehrlich, auch wenn er sich so toll gezeigt hat, wir brauchen Platz. Manchmal muss man der Blume eine vertrocknete Stelle abschneiden, dass eine neue Blüte wachsen kann. Und Sertic hat hier so einen tollen Job gemacht. Er ist auch glücklich. Alles ist toll. Aber wenn wir ihn mitnehmen, dann müsste Stefan Himmel gehen. Und Stefan Himmel ist ein Talent, welches wir jetzt schon lange aufgebaut haben. Das macht viel weniger Sinn. Stefan Himmel wird auch noch eine tolle Entwicklung vor sich haben. Sertic, wir werden dich anbieten. Wir werden dich im Verkauf anbieten. Es tut mir wirklich leid. Im defensiven Mittelfeld sind wir gut aufgestellt. Links sind wir gut aufgestellt. Dort haben wir Freak dabei. Da müssen wir schauen, ob wir die Kaufoption ziehen. Das sind 700.000, die wir am Ende der Saison noch übrig haben müssen, um ihn zu übernehmen. Ich würde ihn ganz gerne übernehmen. Der hat super toll gespielt. Er ist ein Künstler. Er ist ein Talent, er ist erst 20 Jahre alt, jetzt schon ein Sechser. Den hätte ich ganz gerne. Und da macht es natürlich am meisten Sinn, wenn wir die Option so spät es möglich ist ziehen. Müssen aber im Hinterkopf behalten, dass wir ihn
noch kaufen müssen von diesem Transferbudget. Jim Whipple ist ein Jugendspieler von uns, den wir bereits auf die Transferliste geschrieben haben. Ich würde ihn trotzdem noch gerne zusätzlich anbieten, und zwar zur Leihe. Auf der Transferliste ist er gerade gar nicht, sehe ich. Dann setzen wir nochmal rauf. Jung und Guimarães sind rechts, alles super. Maiko Schnell ist auch nicht mehr auf der Transferliste. Okay, da hat sich was geändert. Dann hauen wir ihn nochmal rauf und wir bieten ihn zusätzlich auch noch an. Contreras, German Contreras, hat ordentlich abgebaut, ist 33 Jahre alt, wird in Zukunft nur noch schlechter. Jetzt kriegen wir noch ein bisschen was von ihm. Wir setzen ihn auf die Transferliste zum Verkaufen und bieten ihn darüber hinaus auch noch an. Justus Bade wollen wir behalten. Jedes Sedat werden wir nicht los, haben wir schon tausendmal versucht. Auch bei ihm könnten wir versuchen, über die Leihe zu gehen, aber am Ende der Saison geht er eh. Von daher müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Also, ich hoffe, es kommt einfach ein Angebot rein. Jetzt müssen wir über jemanden sprechen, den wir geschossen haben. Ein richtiges Schnäppchen haben wir hier geschossen. 62.000 haben wir bezahlt für Franciszek Majecki. Und er hat sich gar nicht so super schlecht angestellt, aber auch nicht so super gut. Also war so ein Mittelding. Jetzt ist die Frage, wollen wir ihn behalten oder nicht? Er hat ganz schlechte Werte. Also er hat Technik, kurze Pässe und Volleys im negativen Bereich. Und das sind alles Sachen, die eigentlich für einen Stürmer gar nicht so schlecht wären, wenn er sie hätte. Selbst kurze Pässe. Im Strafraum wird auch mal gepasst. Das wäre nicht verkehrt, wenn er das ein bisschen besser könnte. Bei ihm ist die Sache, ich könnte mir vorstellen, dass er daran noch gut arbeiten könnte. Er ist auch erst 24 Jahre alt, er ist ein Talent. Aber auf der anderen Seite, er ist halt auch schon 24 Jahre alt und hat immer noch so viele Mali. Wir könnten auch überlegen, ob wir ihn verkaufen und stattdessen einen anderen Stürmer holen. Vielleicht auch einen Stürmer, bei dem wir nicht wissen, was für Werte der hat, ob er jetzt ein Künstler ist oder so, weil wir jetzt quasi hier einen weiteren Platz frei machen, wo es eigentlich egal ist, welchen Charakterzug der Stürmer hat. Das heißt, wir könnten noch einmal ins Blaue greifen, ohne dass wir uns vergreifen würden. Ich glaube, wir setzen ihn mal auf die Transferliste. Will er nicht. Dann setzen wir ihn auf die Transferliste zur Leihe und bieten ihn trotzdem zum Kauf auch nochmal an. Aber zur Leihe als mindestens sollte er gesetzt sein. Tekun Moore gesetzt, dieser Berat, der soll ebenfalls ausgeliehen werden. Und den werden wir auch anbieten zur Leihe. Mal schauen, ob sich da jemand findet. Ali Terranova war auch ganz neu dabei, den haben wir geholt, um unseren Sturm zu verstärken. Er ist ein 7er mit 25, ist auch ein Talent, hat keine negativen Sachen dabei, absolut in Ordnung, kann man sehr gut nutzen. Und Erik Winks ist ja auch unter uns zum 7er geworden, hat auch hier wirklich tolle Werte. Wunderbar, die bleiben alle. Dann haben wir uns um alles gekümmert, was raus muss. Jetzt müssen wir noch die Leute anschauen, die dazu sollen. Und das sind die, die wir hier gescoutet haben. Das Problem, wir sind noch nicht fertig mit dem Scouten und wir müssen sie uns jetzt zum Teil schnappen. Denn wenn wir uns sie nicht schnappen, dann werden das andere tun. Bei den Stürmern haben wir viele versucht zu scouten. Keiner von denen stellt sich heraus, ist ein Künstler. Das ist super ärgerlich. Bei den offensiven Mittelfeldspielern sieht es ein bisschen anders aus. Da haben wir einen, der ist tatsächlich gegangen von seinem Verein. Er ist kein Talent, das ist auch wichtig zu wissen, aber ist mit seinen 21 Jahren jetzt schon ein 6,6er. Das ist auch wichtig zu wissen. Und er ist höchstwahrscheinlich ein Künstler. Wir wissen es noch nicht. Aber wir können ihn holen, ohne dass er uns was kostet. Halt ein bisschen Handgeld.
Was hat er für einen Marktwert? 850.000. Wir werden mal mit ihm sprechen. Wir sollten eventuell einen Langtermin einstellen. So, das ist der einzige Künstler bei den offensiven Mittelfeldspielern. Linkes Mittelfeld ist egal. Das ist egal, da haben wir jetzt jemanden. Wir bräuchten aber noch einen kreativen Stürmer. Das ist halt ein Problem. Das ist ein Problem. Dieser Raphael Adolf, der wollte letztes Mal nicht mit uns sprechen. Dann habe ich einen Aktionspunkt eingesetzt. Dann wollte er auf einmal mit uns sprechen, aber das war ziemlich blöd. Das ist ziemlich blöd gelaufen. Wir sind nicht übereingekommen, weil er richtig viel Handgeld wollte. Ein paar Millionen, 2 Millionen Handgeld wollte haben. Das hatten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Wir könnten ihn natürlich holen. Aber wir haben schon Tycoon, wir haben Ali und wir haben Erik Winks. Wir könnten ihn holen, aber wir wollen eigentlich einen Künstler haben. Wir wollen eigentlich einen Künstler haben. Wenn wir ihn holen, könnten wir aber sagen, okay, wir könnten dann vielleicht auf Ali verzichten. Wir holen ihn und verkaufen dann Ali dafür. Deswegen gucke ich mal, ob er zumindest mit uns reden will. Würde er wollen. Okay, dann sprechen wir mit ihm, weil wenn er kommt, 9er Stürmer, dann kann Ali weg. Dann wird er das auch machen. Dann wird Ali auch weggehen müssen. Dann behalten wir nur Tycoon und Winks, holen dann Raphael Adolf und brauchen natürlich immer noch einen kreativen Kopf. Ich hoffe, dass dieser Arsch hier Sankara ein kreativer Kopf ist. Er ist schon relativ weit gescoutet. Höchstwahrscheinlich ist er das. Aber wir wissen es noch nicht. Leider kein Talent, aber so ist es halt manchmal. Lass uns trotzdem nochmal reinschauen, was es gerade so gibt bei Spielern, die keinen Vertrag haben. Ja, da gibt es eine ganze Menge. Wir wissen halt nur nicht, was die für eine Charaktereigenschaft haben. Das ist halt das große Problem. Bei ihm wissen wir es nicht, aber wir haben eine gute, starke Vermutung. Schauen wir mal. Leider kein Talent. Das wäre natürlich das Coolste gewesen. Justus Bade ja auch kein Talent. Aber dann ist es so. Dann haben wir da halt kein Talent, aber trotzdem gute Spieler, die sich das hart erarbeitet haben. Das muss man ja auch erstmal schaffen. Bei den Stürmern schauen wir mal. Haben wir hier irgendjemand, bei dem wir eine Ahnung haben, was er sein könnte? Gar nicht. Boah, das ist echt fies. Ich sag mal, zeig mir mal alle Leute, von denen wir glauben, dass sie Künstler sind. Wir müssen jetzt ins Wespennest stechen. Wir haben keine andere Wahl. Oder wir gucken, ob wir jemand leihen können. Ein Stürmer. Wir haben keinen Stürmer auf der Leihliste. Auf der Transferliste haben wir welche. Aber auch nicht so super Top-Stürmer. Und als Nebenpositionsstürmer haben wir da vielleicht welche zur Leihe? Ja. Aber auch da wissen wir wieder nicht, welchen Charakterzug haben die. Wir brauchen jetzt so dringend Künstler. Das ist echt tricky, muss ich sagen. Spieler mit auslaufenden Verträgen, das bringt uns alles nichts gerade. Spieler ohne Vertrag, wenn wir nicht wissen, welche Charakterwerte sie haben, bringt uns das gar nichts. Spieler zur Leihe, Transferliste. Ja, Transferliste. Da gäbe es welche. Erzgebirge Aue. Niklas Klammer. Ist höchstwahrscheinlich ein Künstler. Ist aber auch erst ein Fünfer. 5-1er. Boah, den müsste man halt
Den müsste man halt wirklich scouten. Vergebt man einen Scout-Auftrag bei ihm? Den müsste man wirklich scouten. Okay, ist alles nicht so einfach, muss man sagen. Schauen wir mal weiter. Haben wir hier irgendwo einen Stürmer, den wir kaufen könnten, der eventuell ein Künstler ist? Ja, die sind natürlich sehr teuer und sind sehr alt dafür, dass sie so teuer sind. Aber da haben wir niemanden, von dem wir es wissen. So, jetzt hier. Hier haben wir jetzt mal ein paar. Wobei, wir müssen ja nach Marktwert gehen. Nee. Da sind wir im hohen Millionenbereich, den wir uns eigentlich nicht leisten können. Frank Diekmann. 3 Millionen wert. Von Braunschweig. Den werden die wahrscheinlich nicht loswerden wollen. 26 Jahre alt. Luan Hackenberg. Okay, das bedeutet für uns, zusammengefasst, ich nehme alle Scouts jetzt hier raus, müssen kurz überlegen, wie wir weiter verfahren. Also, wir handeln mit Sankara. Wir schauen mal, ob wir ihn bekommen, und mit etwas Glück ist er wirklich der Künstler, der er wahrscheinlich ist. Danach verhandeln wir mit Raphael Adolf. Der ist zwar kein Künstler, aber wenn wir ihn bekommen sollten, könnten wir sogar noch Ali verkaufen. Und währenddessen können wir Niklas Kammer scouten mit allem, was wir haben. Mit der Hoffnung, dass wir ihn kaufen können von Erzgebirge Aue. Der ist zwar erst ein Fünfer, aber ein Stürmer, den wir dann einsetzen können tatsächlich. Und dann halt einen Künstler hätten. Also mit 2 Künstlerverpflichtungen hätten wir insgesamt 3 Künstler im Team. Das wäre gut. Damit kämen wir schon mal deutlich mehr voran. Also den scouten wir komplett, diesen Niklas Klammer. Den Künstler, den wir gerade anfragen, diesen Sankara, den können wir nicht mehr scouten, weil der bei keinem Verein ist. Und hier unten die beiden, das sind linke Mittelfeldspieler. Okay. Das ist aber jetzt alles auf eine Karte gesetzt. Haben wir vielleicht noch andere Stürmer in der Hauptposition, von denen man eventuell weiß, dass sie Künstler sind? Luan Hackenberg. Kostet auch 3 Millionen. Wir sind hier jetzt wirklich im 3-Millionen-Bereich. Dann wären wir wieder bei diesem Frank Diekmann. 26 Jahre. Komm, wir scouten ihn zumindest auch mal. Dann schauen wir nochmal dasselbe mal bei Nebenpositionsstürmer. Gucken da auch nochmal nach. Ja, da hätten wir schon hier einen Künstler. Hier jemand, der 24 Jahre alt ist. Den scouten wir auch mal. Dann haben wir hier noch jemand, der ist 28, hier ist jemand 25. 25 und 5,3. 24 und 5,4. Mal, ob es ein bisschen was Besseres gibt. 25 und 5,6. Ja, den scouten wir auch mal. 22 und 5,4. Auch den scouten wir. Okay, dasselbe gucken wir jetzt nochmal bei offensiven Mittelfeldspielern. Wir irgendwie einen finden. Nico Lieber, 5,3.
scouten wir. Merlin Bukundu, 5,8. Nee, er ist schon 30 Jahre alt. Mir ein bisschen zu alt. Dimo Albestu, 5,3. 23 Jahre alt. Scouten wir. Justin Adamek, 5,7. Okay. Dann versuchen wir halt so weit zu kommen im Scouting, wie es geht. 27 und ein 7,8, das ist auch super. Gucken wir, ob wir so weit kommen, wie es nur geht. Und unsere Scouts müssen wir jetzt natürlich verteilen auf diese Künstler, auf die potenziellen, je nachdem, wie wichtig uns das ist. Also der Frank Diekmann ist super teuer. Der ist vielleicht sogar mit am unwichtigsten. Wer am jüngsten ist, ist dieser Borg Bubble. Und der hat auch 5,4 nicht den besten Wert. Nicht den besten Wert. Ja, wir gucken erstmal nach Stürmern, weil vielleicht haben wir hier mit dem offensiven Mittelfeldspieler haben wir einen Künstler, eventuell. Also erstmal gucken wir uns die Stürmer an. Oder haben wir hier jemanden Offensives rausgesucht, der vielleicht auch als Stürmer interessant wäre? Das müssen wir natürlich einmal kurz gucken. Dinu. Ja, also umpolen kann man die natürlich, aber wir schauen erstmal hier nach den Stürmern. Also, Niklas Klammer finde ich halt super interessant, weil er relativ günstig ist und wir einen günstigen Künstler bekämen. Frank Diekmann ist halt super teuer, deswegen hauen wir da erstmal wenige nur rauf. Elias Haus, 24 und eine 5,4. Und der Isidore ist 25 und eine 5,6. Natürlich der 24-Jährige leicht interessanter. Auf den anderen hauen wir aber auch nochmal 6 rauf. Das ist nur dieser Frank Diekmann nicht ordentlich gescoutet. Ja, und dann gibt es noch Borg Bubble. Der ist nur 22. Ja, das ist eine 5-4. Komm, wir scouten mal so. Und die offensiven Mittelfeldspieler, die haben wir hier nur vorgemerkt. Und gehen dann lieber hier noch ein bisschen rauf. Auf die Stürmer. Wir brauchen ja einen Künstlerstürmer. Okay, das wird, glaube ich, sehr spannend. Das wird, glaube ich, sehr spannend. Alles klar. Dann haben wir uns um den Kader gekümmert. Jugend. Wie sieht's da aus? Frank Jonas wird am Ende der Saison nicht mehr bei uns bleiben und Jonah hier auch nicht. Deswegen merken wir uns die mal vor, dass am Ende eine Nachricht kommt, hey, willst du sie übernehmen oder nicht? Und bei der U17 haben wir die beiden weiter im Internat. Apropos Internat, können wir noch ausbauen. Mit 1,9 Vereinsbudget können wir kein wirkliches Jugendcamp einrichten. Das wäre zu teuer. Es sei denn, wir machen das im Ausland. In Deutschland wäre es zu teuer. Naja, wollen wir das im Ausland machen? Ein Jugendcamp im Ausland? Jetzt schon so ein bisschen in die Jugend reingehen. Die Frage ist halt nur, wo. Niederlande wäre relativ nah dran an Düren. Wie teuer ist es da? 1 Million. Ich finde das eigentlich ganz cool, wenn das nicht allzu weit weg ist. Weil Düren ist ja auch noch ein sehr lokaler, kleiner Verein. Fände ich es irgendwie komisch, wenn wir dann in Bangladesch ein Jugendcamp bauen würden. Aber hier so, keine Ahnung,
In Groningen. Ich kenne mich jetzt leider nicht so gut aus mit der niederländischen Geografie. Aber wenn wir jetzt hier irgendwo uns was aussuchen, dann könnte ich mir schon vorstellen, Gouda hier, das ist ja toll. Gouda. Fände ich schon irgendwie cool, dass man sagt, okay, wir haben hier niederländische Spieler direkt an der Grenze. Das ist super nah dran. Man kann kann relativ in der Nähe die besuchen gehen. Die haben es jetzt auch nicht so super weit, wenn die dann nach Düren kommen, können jederzeit ihre Familie besuchen gehen. Ich fände das eigentlich ganz cool. Wenn wir allerdings ein Jugendcamp errichten, muss uns klar sein, dass wir kein Geld mehr haben werden für Stadionausbau. Das wird aber auch in der dritten Liga noch nicht notwendig sein. Also wir hatten nur selten unser Stadion ausverkauft und wir werden die Ticketpreise ein bisschen teurer machen. Und von daher gehe ich mal davon aus, dass wir den Stadionausbau eh noch nicht brauchen. Und so würden wir wirklich in die Jugend investieren und hätten direkt das Nachbarland mitgenommen. Wir machen das. Wir werden ein Jugendcamp in Gouda errichten. Ja, 1 Million wollen wir dafür einsetzen. Da ist es, das Jugendcamp, meine Lieben. Wie cool, das Jugendcamp wird eingerichtet. Ich kann mir vorstellen, dass das ganz, ganz toll wird. Camp auflösen und verkaufen auf gar keinen Fall, stilllegen auf gar keinen Fall. Und hier werden gewisse Dinge, können gewisse Dinge ausgebaut werden. Medizinisches Zentrum, Schule, Trainingsgelände. Das können wir natürlich alles noch nicht. Und können dann die Jugendspieler dort zu uns holen. Finde ich toll. Finde ich ganz toll. Das ist jetzt erstmal im Aufbau, aber wir haben uns dort schon mal ein bisschen niedergelassen. Schön. Ganz, ganz toll. Sichtungstag bringt uns jetzt noch nichts, weil die Woche schon super voll ist. Machen wir aber auch noch. Und dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Feinherr Flick ist verletzt. Den sollten wir besuchen gehen, damit er nicht sauer ist. Scouting haben wir alles eingestellt. Bei der Unterkunft sind wir jetzt bei 4 Sternen. Ich glaube, das ist in Ordnung. Wenn wir in der zweiten Liga sind, können wir das auf 5 Sterne hochstellen. Am gleichen Tag mit der Bahn anreisen? Nein, finden unsere Spieler blöd. Dann machen wir es auch nicht. Turnier vereinbaren und so machen wir auch nicht. Trainingslager. Ich glaube, das ist nochmal was, was wir machen können. Events, Teamgeist stärken, Zufriedenheit erhöhen, Biss aktivieren, machen wir noch, aber erst wenn alle Spieler da sind. Saisoneröffnung organisieren müssen wir leider machen. Sponsorentag müssen wir auch machen. Aber den legen wir vielleicht eine Woche später. HR. Trainer zweite Mannschaft brauchen wir nicht. Jugendkoordinator haben wir gerade keinen. Alles klar, dann brauchen wir da einen neuen. Finanzen haben wir auch gerade keinen. Brauchen wir auch einen neuen. Koch können wir noch nicht haben. Alle anderen sind da. Unsere Top-Torwart-Trainerin hat noch einen Vertrag bis 2028. Wunderbar. Hier haben wir alles richtig voreingestellt. Das ist super. Stadion können wir jetzt natürlich nicht mehr ausbauen. So ein Stehplatz hier alleine würde kosten 648.000. Das haben wir jetzt nicht mehr. Aber ich glaube, in die Jugend investieren macht durchaus Sinn. Rasen komplett austauschen macht, denke ich, auch Sinn. Einmal im Jahr kann man das, glaube ich, machen. Wir tauschen den Rasen komplett einmal aus. Clubgelände. Könnte man natürlich auch drüber nachdenken, ob man jetzt, wo wir noch mehr in die Jugend investiert haben,
und ein Jugendcamp haben, ob wir das Internat noch erweitern wollen, dass wir halt noch mehr dann hier zu uns holen können. Ich würde sagen, das macht Sinn. Wir bauen hier eine zweite Etage des Jugendinternats drauf und bestätigen das Ganze. Klar, es gibt so viele Sachen, die wir noch machen können. Auch ein Reha-Zentrum und Schwimmbad und so weiter und so fort. Also viele Dinge, die auch dem Team zugutekommen. Aber das können wir uns, glaube ich, alles nicht leisten. In die Jugend zu investieren, heißt ja auch, dass wir finanziell in unsere Zukunft investieren und in neue Talente, die wir dazu gewinnen. Also das macht schon, glaube ich, echt viel Sinn. Je mehr Plätze wir haben, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit für Verletzungen. Also auch eine weitere Möglichkeit, hier Verletzungen vorzubeugen, wenn wir schon keine Reha-Klinik hinbekommen. Aber das machen wir vielleicht später irgendwann mal, wenn wir wirklich wissen, wir brauchen kein Geld mehr. Also bauen wir erstmal nur das Jugendinternat für 300.000. Sehr schön. Hier werden wir auch erstmal nichts rein investieren. Das brauchen wir alles nicht. Bei den Finanzen sehen wir jetzt vom Vereinsbudget schon super viel ausgegeben. Das ist aber in Ordnung. Transferbudget haben wir noch viel. Wird gleich auch alles ausgehandelt. Wir werden weitere Sachen kaufen. Weitere Spieler kaufen vor allem. Und auch Spieler verkaufen. Die Spitzenspiele rechnen wir mal mit 10% mehr Topzuschlag. Kredite brauchen wir nicht. Börsengang ist auch egal. Jetzt haben wir natürlich einen Kontostand von 6,9 Millionen und wir werden runterkommen auf maximal 3,5 Millionen, weil uns der Vorstand gar nicht die Möglichkeit gibt, mehr zu investieren. Das heißt, wir könnten tatsächlich mal so eine Anleihe rausgeben für 1,2 Millionen, geht eh nur 3 Monate. Ja, machen wir das mal. Oder erstmal die Sachen, die länger gehen. Mir ist eigentlich egal. Komm. Wir legen mal ein bisschen Geld an. Börsengang ist auch erstmal egal. Sponsoren. Ja, hier gibt es tatsächlich beim Hauptsponsor die Besonderheit, dass das aufhört und ausläuft. Das ist aber nicht das Problem, denn wir können ja am Ende der Saison, wenn wir aufgestiegen sind, das ist ja unser Ziel, dann einen neuen suchen, der uns dann noch mehr zahlen wird im besten Fall. Und hier ist auch alles verkauft, oder? Ja, hier ist alles verkauft. Wunderbar. Dann schauen wir hier nochmal beim Marketingverkauf. Sieht alles, ja, schlecht aus. Können nochmal ein Update entwickeln für die Vereins-App. Dauert 60 Tage. Und wir können gerne nochmal eine Charity-Aktion durchführen. Die erste Woche wird immer sehr anstrengend. Präsidium mag uns zu 59. Ja, müssen wir mal schauen, ob wir das hinbekommen. Und ob sie uns wirklich übernehmen wollen. Ich hoffe es sehr. Wir können hier wieder Fan-Nachwuchs-Werbeaktionen machen. Wir können Mitglieder nochmal werben. Hier die Leistung einstellen. Und die Preise der Mitgliedschaften einstellen. Ich glaube, wir behalten das dabei. Und stellen es so ein, dass es bei plus minus null rauskommt. Wir können nochmal einen Spieler schicken zu den Fans. Wir schicken ganz gerne mal den Kapitän Gromlock. Ja, und das können wir alles nicht machen, weil wir keine Zeit mehr haben in der Woche. Und dann gehen wir mal in die nächste Woche. Genügend eingestellt. Team-Event, Freundschaftsspiel, Sichtungstag. Situation erläutern beim Präsidium, meinetwegen. Sichtungstag, meinetwegen, aber dann da in der nächsten Woche.
Alles klar. Wie sieht der Trainingsplan aus? Ich würde sagen, wir trainieren erstmal die Sachen, die wir auch nutzen wollen. Kondition muss eh jetzt hochgemacht werden, also sollten wir Pressing und Gegenpressing üben, damit die Kondition auch schön hochgeht. Und wir brauchen es sowieso, weil wir damit spielen. Also Pressing und Gegenpressing bis zum geht nicht mehr. So. Dadurch erhöhen wir die Kondition, brauchen keinen extra Konditionstag. Und dann gehen hier die Werte auch endlich mal schön hoch. Wir bleiben beim Ballbesitzfußball, die dritte Spielphilosophie, die wir lernen, damit wir den Gegner dann auch mal überraschen können. Damit geht's in diese sehr volle Woche. Wir hatten letztes Mal, glaube ich, 14 Euro eingestellt. Wir werden jetzt mal ein bisschen teurer. Denn wir waren ausverkauft das ein oder andere Mal. Ich habe 18 Euro ist in Ordnung, dann bekommen wir 200.000 für ein ausverkauftes Stadion. Sertic, wir hatten eine tolle Zeit zusammen. Wirklich eine ganz tolle Zeit. Und eigentlich will ich dich auch nicht an die Konkurrenz verkaufen. Deswegen schauen wir mal lieber in der englischen Liga nach, ob da jemand Interesse an dir hätte. Reading, Wigan, Bolton, Lincoln, wer will dich? Wer hat noch nicht? Die einen hatten Interesse an dir, aber die wollten nicht das Geld bezahlen. Aber für einen guten Innenverteidiger kann man auch ordentlich Geld verlangen, finde ich. Portsmouth. Ja, irgendwie will hier keiner Innenverteidiger haben. Also die ersten, die wollten ein bisschen günstiger. Immer noch nicht attraktiv genug. Können ihn aber nicht verscherben. Nee. Dann vielleicht doch in der dritten Liga mal schauen. Gerade bei den Absteigern. Oder anderen Vereinen, wo man denkt, da wird Geld da sein. Okay, das war schon mit denen, bei denen ich denke, da könnte Geld da sein. Verdammt. Gucken wir nochmal alle anderen durch. Will denn keiner ein Innenverteidiger? Viktoria Köln. Komm. 340.000. Angebot nicht attraktiv genug. Alles klar. Jim Whipple. Ja, vierte Liga. Braucht da jemand LM? Ja, ihr. Laie. Andere Ansprüche. Ja, okay, dann kriegen wir den auch nicht. Dann werden wir den auch nicht los. Dann brauchen wir gar nicht weiterschauen. Dann müssen wir hoffen, dass jemand anderes irgendwann sich bei uns meldet. Der spielt in der Mitte. Da gucken wir mal, ob wir jemanden finden hier in der vierten Liga Südwest, die so jemand haben wollen und ob die uns sagen, ob das vielleicht nicht auch unter ihrem Niveau ist. Wir wollen ja auch kein Geld für sie haben. Wir wollen erstmal nur, dass die sich entwickeln und wir dürfen auch gerne was aushandeln mit Kaufoptionen. Ja, die sind zur Verhandlung bereit. Also Gehaltsübernahme von 100% wäre natürlich super. Leihdauer gerne ein bisschen länger. Kaufoption nehmen wir mal raus, damit die sagen, das ist ein bisschen höher. Und hier die Leihgebühr können wir auch noch ein bisschen verhandeln, aber es ist eigentlich egal. Wir verhandeln mal. Sie zahlen uns eine Leihgebühr von 30.000. Sie übernehmen die Gehaltszahlung komplett. Die Leihdauer ist verlängert auf 2027, aber sie
wollen die Kaufoption. Da finde ich 440.000 echt. Echt viel. Oder haben sie das auch akzeptiert? Nee, die haben das auch akzeptiert, oder? Kaufoption. Weil wenn ich sage, Kaufoption machen wir rein, dann sind wir wieder woanders. Nee, dann ist das Ganze ohne Kaufoption sogar. Ja, wunderbar. Dann darf er sich mal 2 Jahre bei euch entwickeln. Und dann bekommen wir ihn wieder und gucken, ob wir ihn gebrauchen können. Das ist ja perfekt. Vertrag. Unterschreiben. Ich verstehe es so, dass die Kaufoption nicht dabei ist. Weil die ist ausgeixt und hier ist ein Haken, dass alles übereinstimmt. Und ich kann auch nicht verhandeln. Ich könnte nur verhandeln, dass sie wieder reinkommt. Wunderbar. Cool. Dann haben wir den Jugendspieler verliehen. Pokalauslosung, meine Lieben. Gegen wen spielen wir? Schon wieder gegen den 1. FSV Mainz. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Schon wieder. Topzuschlag von 50% natürlich. Och nö, nicht schon wieder. Och nö. Verdammt. Contreras darf gerne bei der Konkurrenz spielen. Wer braucht denn einen offensiven Mittelfeldspieler? Gibt es da irgendjemand? Dynamo Dresden. Andere Ansprüche. Alles klar. Waldhof Mannheim. Die hätten Interesse. Er wird sich verschlechtern. Der wird auch massiv einsinken vom Marktwert. Bevor wir ihn nicht loswerden, würde ich sagen, bieten wir ihn nochmal für 100.000 an. Das wollten sie jetzt auch nicht. Müssen wir es nochmal machen. Jetzt haben wir hier unseren Majeki. Auch bei dem, würde ich sagen, können wir durchaus mal schauen, ob wir ihn in der 3. Liga bei der Konkurrenz abliefern können. Also, haben wir hier irgendjemand, der genau diese Position sucht? Ja. Die hätten auch Interesse. 600.000. Wir fahren den natürlich nach. Wenn wir ihn loswerden, können wir auch Ali loswerden und dann können wir noch jemanden kaufen. Nee, wenn wir ihn loswerden, nee, ihn müssen wir eh loswerden. Wenn wir den anderen gleich noch kaufen können, mit dem Geld, was wir jetzt auch haben, so meine ich das, dann können wir auch Ali noch loswerden. Ja, wir fragen mal an und sagen, 1,2 Millionen müsst ihr schon uns einbringen. Die kommen uns kein Stück entgegen. Einmal könnten wir noch verhandeln, oder? Wir versuchen es. Nein. Okay. Gepokert, manchmal muss das sein. Vielleicht kriegen wir ihn jetzt auch nochmal unter. Zur Laie natürlich. Das ist unser anderer Youngster, der 18-Jährige. Rödinghausen, Aachen, Aalen, Lippstadt, Oberhausen, Bocholt, Reda, Wiedenbrück. Na, da finden wir gerade nichts. Dann schauen wir mal in die Liga Südwest. Da kannst du mit dem anderen auch Begegnung haben, den wir verliehen haben. Homburg sucht auch keine hängende Spitze. Ulm auch nicht. Balingen nicht. Koblenz nicht. Fulda nicht. Waldorf aber. Wir wollen ja nicht viel Geld haben. Wir wollen nur, dass er Erfahrung sammelt. Jawohl. 100% Gehaltsübernahme. Keine Kaufoption. Über 2 Jahre. Dann kann ich hier noch ein bisschen hochtreiben, aber es ist eigentlich egal. Ja, dann 95% halt. Das ist mir jetzt, da will ich jetzt nicht pokern, dass das nicht klappt. Wunderbar. Feinherr Flick, gute Besserung.
Interesse an jedes. Ja, bitte. Ja, bitte. Jetzt haben wir hier unseren Ashia Sankara. Ist leider kein Talent, aber eine 6,6 im offensiven Mittelfeld. Hoffentlich ein Künstler. Das wäre super. Und wir können ihn, glaube ich, sehr gut einsetzen. Zusammen mit Justus Bade. Der Willen-Lang-Vertrag ist für mich okay. Handgeld ist für mich okay. Grundgehalt. Wir wollen bei den Gehältern eh noch ein bisschen höher gehen. Also sobald wir es wieder dürfen und die Gehälter nachverhandeln dürfen. Ich würde gerne mehr Gehalt zahlen. 120.000 bekommst du. Und das nimmt er an. Alles klar. Wir holen dich. Ich hoffe, du bist ein Künstler. Der 21-jährige Ashia Sankara. Vertrag unterschreiben. Ich hoffe es so sehr. Die Spieler hätten gerne andere Rückennummern gehabt. Da hätten wir mit denen sprechen müssen, um das herauszufinden. Irbis Leitner ist eine doppelte Pommes. Das gibt's ja wohl gar nicht. 250 Euro Strafe. Und jetzt haben wir hier nochmal Raphael Adolf. Wenn wir ihn bekommen, können wir Ali loswerden. Raphael Adolf ist ein Top-Stürmer. Ein Top-Stürmer. Ein Neuner. Mit tollen Werten. Keine negativen Werten. Er ist ein Talent. Zwar schon 26 Jahre alt, aber das ist vollkommen egal. Das ist vollkommen egal. Neuner Stürmer können wir auch mal was versprechen. Der Bestammspieler versprechen wir ihm. Vertrag bis 2030. Vertragsauflösung bei Abstieg ist in Ordnung. Keine Ausstiegsklausel. Handgeld ist ihm wichtig. 750.000. Das ist in Ordnung. Das Grundgehalt müssen wir aber ein bisschen runterbringen. Denn es ist vollkommen in Ordnung, dass er viel Geld haben möchte als Neuner. Wir haben ja auch gesagt, wir wollen bei den Gehältern hoch. Und in der dritten Liga, habe ich ja nachgeschaut, bekommen die Topstars so 250.000. Also es ist schon fair, wenn er 250.000 bekommt. Aber wir müssen halt erstmal ihn in eine bessere Richtung verhandeln. Schauen wir mal, was das wird. Ich drücke uns allen die Daumen. Moment, das Angebot ist ja wohl ein Witz. So kann ich nicht arbeiten, meint die Vertretung des Spielers. Ich mache Ihnen jetzt einen Vorschlag. Ich stehe auf und komme nochmal rein. Alles klar. Ja, dann machen wir bei dir eine Ausnahme und du bekommst 300.000, weil du wirklich Neuner Stürmer bist, ein Talent. Du wirst vielleicht irgendwann Zehner. Boah. Aber wir müssen bei den anderen dann auch hochgehen mit den Gehältern. Sobald es wieder geht. Ich schätze mal, das geht einmal im Jahr. Schätze ich mal. Dann müssen die anderen halt auch bessere Gehälter bekommen. Das ist klar. Das wäre sonst Quatsch. Okay, wir versuchen es nochmal. Der kommt mir ja gar nicht entgegen. Der kommt uns ja kein Stück entgegen. Wollen wir den nehmen für 360.000? Ich meine, der hat einen Marktwert von 2,9 Millionen. 2,9 Millionen. Wir würden ihn bekommen für 750.000 und 360.000 im Jahr. Das ist natürlich eine Hausnummer. Eine ordentliche Hausnummer. Das Gehalt. Aber wir haben mit ihm natürlich die Möglichkeit, mit ihm und Tycoon zusammen Tore ohne Ende zu machen. Und auch vielleicht gegen Mainz standzuhalten. Boah, das ist, er ist
dann echt stark überbezahlt. Das muss uns klar sein. Aber wir hätten so einen heftigen Stürmer vorne drin. So einen guten Stürmer. Wollen wir das machen? Kostet uns dieses Jahr 1,1 Millionen. Er ist halt 2,9 Millionen wert. In allen anderen Fällen, wir können ihn ja auch irgendwann, wenn wir sagen, er frisst uns unser Gehalt auf, können wir ihn auch verkaufen. Und können sagen, okay, ein Jahr haben wir ihn behalten, er hat gut gespielt, 1,1 Millionen hat uns das gekostet, wir verkaufen ihn für 3 Millionen, dann wäre es immer noch ein Plusgeschäft. Trotz des hohen Gehalts, komm, wir machen das. Mir ist es egal. Das ist übertrieben teuer. Er ist überzahlt dadurch. Aber wir machen es trotzdem. Ich glaube, unterm Strich ist es auch wirtschaftlich eine gute Investition. Wir machen das. Oh mein Gott. Das war eine harte Verhandlung. Raphael Adolf bekommt die Rückennummer 11. Die 11 bekommst du. Transferanfrage für Sedat Yildiz. Den haben wir niemals angeboten bekommen irgendwo. Jetzt endlich. Wir werden den sowas von verramschen. Maximale Anzahl Dauerkarten, so viele wie sie wollen. Und die bekommen auch ordentlich Rabatt, nicht mehr ganz so viel, aber durchaus so 25%. Justus Bad ist nicht begeistert, dass noch ein weiterer Spieler verpflichtet wurde, aber ich glaube, das ist okay. Weil Contreras geht ja. Dieses Jahr waren weniger Besucher als letztes Jahr, aber es war auch schlechteres Wetter. Ich wünsche mir, dass die Schiedsrichter nicht mehr so oft in die Schlagzeilen geraten. Ich wünsche mir mehr Party und Action vor dem Spiel, wie beim American Football. Die Neuverpflichtungen stimmen mich zuversichtlich. Toll, dass wir so viele Talente im Kader haben. Sie verdienen es, eine echte Chance zu bekommen. Ja, finde ich auch. Abteilungsleiter suchen. Jugendkoordinator. Ja, da haben wir einen mit 10 Fleiß. Verhandlung Loyalität ist schlecht. Teamführung ist schlecht. Wenig Fleiß. Komm, wir nehmen ihn. Wir nehmen ihn. Er ist schlecht in Verhandlungen, dann können wir ihn auch ordentlich unterdrücken, glaube ich. Oh, so schlecht ist er doch nicht in Verhandlungen. 30.000 ist okay. Abteilungsleiter Finanzen, da nehmen wir direkt dich. Du hast gute Werte, wenig Fleiß, egal. Wir haben gerade keinen besseren. Na komm. Nee, dann nicht. Finden wir sicherlich noch einen anderen. Anlage durchgeführt, wunderbar. Charity-Aktion ist ein voller Erfolg, das freut mich. Und das Präsidium, ja, hat ein bisschen Meinung von uns dazu gewonnen. Verhandlung. Ihr wollt ihn haben, ihr bekommt ihn. Ganz ehrlich. Dann ist er weg. Budgetvergrößerung um 114.000. Gromlok bringt frische Brötchen mit, das freut mich. Und auch hoffentlich die Spieler. Wenn sie schmecken zumindest. Und wir wollen ein Trainingslager. Und da können wir gerne mal was nehmen, was die Trainingsbedingungen relativ nach oben setzt. Na, was haben wir da? Hier, Luxus und Trainingsbedingungen sind relativ weit oben, das können wir gern machen. Und wir machen das für 7 Tage. Das ist teuer. Und wir nehmen Jugendspieler mit.
Jonas Frank, den 16-Jährigen und den 18-Jährigen hier. Wunderbar. Und dieses Trainingslager, das kommt ja vor das Spiel gegen Mainz hierhin. Sehr schön. Sedat Yildiz verlässt uns. Unter Marktwert, aber wir kriegen ihn halt nirgends verkauft. Das ist halt das Problem. Raphael Adolf kommt zu uns. Cool. Das ist in der Tat cool. Rot hat ein bisschen was verloren. Auch Dan Wallace. Okay. Irbis Leitner bekommt einen Stufenaufstieg. Schön. Das freut mich zu hören. 2,2 Millionen Marktwert hat er erreicht. Wahnsinn. Zum Glück haben wir die Ausstiegsklausel rausgerechnet. Oder rausverhandelt. Schön. Das freut mich, Irbis. Das freut mich. Wir fördern wen? Rot wieder. Wir fördern Rot. Und müssen jetzt schauen, ist das ein Künstler geworden? Ja! Der offensive Mittelfeldspieler Sankara Ashia ist ein Künstler geworden. Ich wollte ihm eigentlich die Rückennummer 10 geben. Ich weiß nicht, welcher er bekommen hat. Er hat die 10 bekommen. Okay. Ohne, dass ich es eingestellt habe. Glück gehabt. Glück gehabt. Okay. Du bekommst die 10 und du bist ein Künstler. Das ist so toll. 21 Jahre alt, kein Talent, aber auch auf einem guten Weg. Wirst irgendwann mal ein Achter und kannst zusammen mit Justus Bade spielen. Contreras müssen wir nochmal anbieten. Und wen müssen wir nochmal anbieten? Sertic. Jim Whipple. Und mal Jackie. So, ihr müsst nochmal angeboten werden. Sehr gut. Das sieht wirklich deutlich besser aus mit dem Künstler. Jetzt brauchen wir natürlich noch einen Künstlerstürmer. Schau nochmal in diese Transfer- und Scouting-Liste. Bei den offensiven Mittelfeldspielern haben wir alles gefunden, was wir finden wollten. Jetzt haben wir hier die Stürmer. Wir haben natürlich noch ein bisschen Zeit bei denen, weil die sind alle unter Vertrag. Niklas Klammer ist wahrscheinlich doch kein Künstler. Dann scouten wir lieber die zu Ende, die wahrscheinlich Künstler sind. Es sind noch 4 Stürmer, die in Frage kommen. Die müssen auch nicht perfekt sein. Es muss kein Frank Diekmann sein für 3 Millionen Marktwert. Sondern es reicht aus, wenn das andere kleinere Spieler sind, weil die einfach nur dann eingewechselt werden müssen, wenn ein Freak rausgeht, wenn der Arsch hier rausgeht und so weiter und so fort. Cool. Ich glaube, hier sind wir ganz gut bedient. Dann brauchen wir hier nochmal einen Leiter Finanzen. Gucken, ob wir einen abwerben können, sonst suchen wir einen. Auf normalem Wege. Diese Woche brauchen wir uns nicht mehr um Pressing und Gegenpressing kümmern. Das hat gut funktioniert. Lass uns gerne Freistöße nochmal üben. Und Ecken in den Strafraum. Und passen dazu Kopfbälle. Und wir machen schon mal Trainingsspiele, damit wir uns auch einstellen können auf die neuen Leute. Zonenspiele, kleine Gruppen und große Gruppen. Positionsspiele, klein und groß. Und dann fangen wir jetzt schon mal so langsam an, in Zweikämpfe und Torabschlüsse schon mal wieder reinzugehen.
brauchen aber natürlich auch immer hier die Taktik am Start. Dass wir hier im dunkelgrünen Bereich immer reinkommen, das wäre cool. Und lernen weiter einen Ballbesitzfußball. Wer hat eine richtig schlechte Kondition? Adolf. Seinen Namen werden wir definitiv noch ändern. Das wird mich die ganze Zeit triggern. Und dieser Sankara auch. Feinherb, go. So. Alle anderen machen das. Ihr geht in Kondition erstmal rein. So, rein in die nächste Woche. Sponsorentag lief gut. Wunderbar. Strafe. Rot kritisiert schlechte Stimmung. Wir haben einige unzufriedene Spieler, die die anderen runterziehen, meint er. Wie gehen sie damit um? Ja, wir nehmen die faire Strafe halt immer. Damit nicht das ganze Team darunter leidet. Es gibt eine Transferanfrage für Justus Bade. Der wird auch bald nochmal aufsteigen. Nee, ich bin zufrieden mit ihm. Machen wir nicht. Sichtungstag. Haben wir jemanden für den Jugendkader? 3-9 mit 16 ist nicht schlecht. Was geht natürlich besser? 2-9 mit 15 ist auch nicht schlecht. 1-6 mit 12. 0-8 mit 12. 3-1 mit 16. 3-0 mit 17. Beides Talente. Dann nehmen wir das 16-jährige Talent mit. In den Jugendkader. Cool. Contreras wird beobachtet. Ich weiß jetzt nicht, wer den beobachtet. Habe ich es richtig gesehen? Das war nicht Hallischer FC, oder? Können trotzdem hier mal anfragen. Wer hat ihn denn beobachtet? Erkennen wir die... das Wappen wieder? War das Rot-Weiß Essen? Vielleicht. Na komm schon. Ich meine, er wird ja beobachtet von irgendwem. Da können wir hier auch wieder ein bisschen gieriger sein. Erich Duwe wird seine Karriere beenden, wie abgesprochen. Florian Knaus hat sich verletzt, alles gut. Wir bilden uns weiter, sind bald auch haben bald eine neue Stufe als Manager erreicht, was auch dringend notwendig ist, damit die Spieler weniger schlecht von uns denken. Sertic. Eigentlich will ich dich nicht in die dritte Liga bringen, muss ich sagen. Der hat ja auch noch nie was anderes gesehen, außer Düren. Das ist ja eine ganz alte Garde. Viktoria Köln. Das hatten wir letztes Mal schon das Problem, glaube ich. Ganz alte Garde ist er. Ja, niemand will ihn haben hier. Für die zweite Liga wird er wahrscheinlich in der Tat so schlecht sein. Also wir können ja mal fragen in der zweiten Liga, aber ich glaube, ich würde es ihm halt gönnen, dort mitspielen zu dürfen, aber ich denke mal, das wird nicht klappen, weil die schon was ganz anderes dort suchen. Ja, andere Ansprüche. Dann gucken wir nochmal in der dritten englischen Liga. Vielleicht kann er ja nach England wechseln. Würde ich ihm auch gönnen. Haben wir ihn wieder nicht verkauft bekommen. Jim Whipple. Genau, das ist hier der linke Mittelfeldspieler. Laie ganz günstig nach Wuppertal.
andere Ansprüche. Ich guck mal trotzdem, ob wir ihn irgendwo unterbringen können. Andere Ansprüche halt. Ja, schwierig. Ganz, ganz schwierig, ihn jetzt hier irgendwo unterzubringen. Da müssen wir halt wirklich hoffen, dass jemand kommt. Oh, die haben gar keinen gesucht. Ich habe das einfach random irgendwo angeboten. Aber anscheinend sind die interessiert, obwohl die gar keinen brauchen. Ja, wunderbar. Dann werden wir auch ihn einmal verleihen. Das ist ja super, wenn wir die Jugendspieler verleihen können. Mal Jackie, so, wir gucken mal, ob wir dich jetzt verkauft bekommen. Contreras und Sertic haben wir noch nicht wegbekommen, aber dich ja vielleicht. Wer braucht denn? Also die bräuchten Stürmer, das ist deine Nebenposition. Okay, die haben gerade kein Geld. Suchen auf der anderen Seite und die Nebenposition. Und ja, die sind bereit zu verhandeln. Dann lass mal schauen, ob wir ein bisschen was raushandeln können. $1,2 Millionen ist doch ein Top-Deal, oder? 1,1, komm. Treffen wir uns in der Mitte. 1 Million. Ist sowieso über Marktwert für Majeki. Dann ist er weg. Geht an Halle. Für 1 Million. Das ist gut. Wir können einen Top-Abteilungsleiter Finanzen holen für 700.000. Oder den für 180.000. Finde ich nicht ansprechend. Dann suchen wir lieber einen auf normalem Wege. Rekordtransfer im Verkauf. Majeki für 1 Million an Halle. Finde ich cool. Ja, hier haben wir einen für 46.000. Das ist doch okay. Na komm, 38.000. Achter Fly ist nur positive Werte. Das geht schon. Das geht schon. Noch 21 Tage bis zur Pokalrunde. Bayern hat gewonnen gegen Lazio. Und Berlin-Lichterfelde ist das. Die ein gesichertes Interesse haben. Okay, interessant. Müssen wir mal gucken, ob wir den Verkauf bekommen. Wen fördern wir? Justus Bade. Also nochmal rein in den Kader. Nochmal schauen, ob wir Sertic loswerden. Contreras, wo bist du? Da bist du. Wir bieten dich einmal ganz offen an. Und sonst sind wir echt gut aufgestellt. Genau, Ali Terranova, haben wir gesagt, kann jetzt auch weg. Da Adolf da ist. Und damit können wir dann nämlich noch einen Künstler holen. Weil er ist der schlechteste Stürmer, den wir haben. Ali Terranova. Und Erik Winks zum Beispiel ist ja auch noch ein bisschen günstiger. Wobei Ali Terranova ist halt auch ein Talent. Das darf man auch nicht unterschätzen. Aber Erik Winks, er ist kein Talent. Ist kein Talent. Aber mit ihm könnten wir wirklich unser Marktwert nochmal auf oder unsere Transferstärke nochmal ordentlich auffrischen. Aber er ist schon 25 und Talent. Also 25 Jahre alt. Wie stark wird der sich noch entwickeln? Ich glaube, ich würde den verkaufen. Wir bieten den mal an. Wir können ja mal gucken, was dann dabei rauskommt. Ali Terranova. Und beim Scouting kam da irgendwas raus?
nicht viel. Also wir können tatsächlich mal diesen Frank Diekmann anfragen. Das ist ja ein Neuner. Der ist nur schlecht im Dribbeln. Das ist nicht so schlimm. Wir können den mal ja anfragen. Ich glaube, dass man das ja zumindest mal machen kann. Nachdem wir die anderen Verhandlungen hatten. Weil da sind wir schon im grünen Bereich beim Scouting. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er wirklich ein Künstler ist, ist schon relativ hoch. Er ist ein Top-Stürmer. Top, top, top-Stürmer. Wenn wir 4 einsetzen können, das wäre schon klasse. Also. Fanclub besuchen schieben wir auch noch rein. Wir trainieren. Über-Unterzahl-Spiel. Angriffe durch die Mitte. Angriffe über Außen. Angriffe mit direktem Passspiel. Gegenpressing. Wir wollen jetzt hier überall auf dieses Dunkelgrüne reingehen, damit wir dann noch besser sind in allen Sachen. Und zwar so gut, dass es dunkelgrün angezeigt wird. Also auf über 80 zumindest schon mal anheben. Das wäre cool. Ein paar müssen noch in die Konditionsgruppe. Aber ansonsten sieht das ganz gut aus. Sertic. Wir haben dich in Deutschland nicht untergebracht. Vielleicht in der dritten Liga Frankreich. Frankreich müsste doch Geld haben. Kann. Le Mans, hier. Wir haben kein Geld. Albi. Angebot ist nicht attraktiv genug. Wir merken uns Albi. Da könnten wir dann vielleicht nochmal runtergehen vom Preis. Weil das Problem bei Sertic ist, er ist halt ein toller Kerl. Und die brauchen auch ein besseres Angebot. Aber von allen Innenverteidigern haben wir bei ihm halt wirklich die geringsten Zukunftspläne. Wir sollen vom Preis runtergehen. Alternativ könnte man natürlich schauen, ob wir Himmel sonst, wenn wir Sertic wirklich nicht loswerden, ob wir Himmel verleihen, dann ist Sertic weiterhin Auswechselspieler. Weil verramschen will ich ihn nicht. Das ist das Mindeste, was wir haben wollen. Ja, sonst brauchen wir einen Verleihungsort für Stefan Himmel. Das würde auch gehen. Damit er sich dort entwickeln kann. Contreras, wir wissen jetzt mittlerweile, dass du von Berlin angefragt wirst. Oder zumindest beobachtet wirst. Irgendein Berlin. Berlin-Lichterfelde, das war das. Angebot ist nicht attraktiv genug. Ihr wollt ihn haben. Komm. Wir verramschen den jetzt. Bevor der seinen Marktwert verliert. Naja, aber so. So ist das schon fast frech, aber ja, der verliert ja jetzt auch bald Marktwert, das ist ja klar. Komm, wir treffen uns bei 135.000, das ist schon okay. Budgetvergrößerung von 260.000. Wichtig für die Verhandlung gleich. Erich Duwe hat einen Jochbeinbruch. 49 Tage wird er ausfallen. Ali Terranova, bei ihm könnte man tatsächlich mal schauen, ob er eventuell bei so einem Aufsteigerkandidat der zweiten Liga untergebracht wird. Hansa Rostock sucht keinen Stürmer. Magdeburg. Erzgebirge Auer, die suchen alle keinen Stürmer.
die suchen Stürmer, aber es ist zu schlecht, oder? Können ja mal anfragen. Nein. Ach so, die wären interessiert. Angebot nicht attraktiv genug. Nee, dann nicht. Okay, die wären interessiert, okay. Das heißt, ihn kriegen wir vielleicht in der zweiten Liga untergebracht. Nee, Hannover 96 hat höhere Ansprüche als der Hamburger SV. Paderborn, St. Pauli, Nürnberg, Holstein Kiel, Jahn Regensburg, Sandhausen. Verdammt, wir brauchen irgendjemand, der einen Stürmer haben möchte. Nee, dann gucken wir doch nochmal in der dritten Liga. Eintracht Braunschweig, Absteiger macht natürlich auch Sinn. Nicht attraktiv genug. Ich biete mir das mal für 900.000 an. Nee, wollen die nicht. Frank Diekmann. Können wir uns ja im Leben nicht leisten. Alles klar. Schauen wir mal. Wir arbeiten hart und erhalten einen Managerpunkt. Kommt Erik Winks. Naja, also wenn wir ein tolles Angebot bekommen, dann können wir gerne nochmal drüber reden. Jahn Regensburg gibt uns ein tolles Angebot für Guimarães. Der hat einen Marktwert von 1,5 Millionen, ist aber ein Talent, erst 19 Jahre alt, jetzt schon 7er. Den wollen wir behalten, aber gutes Angebot, 2,2 Millionen, da kann man drüber reden. Definitiv. Die Followerzahl von Klaus Fischer steigt um 3%, weil er gut war im Lattenschießen. Sehr schön. Dauerkarten werden noch 8 Tage lang verkauft. Erik Obst hat sich eine Trainingsverletzung zugezogen. Erik Winks, angebliches Interesse. Also, wenn wir ein tolles Angebot bekommen, ich meine, er ist kein Talent, dann geht er statt Ali. Das wird auch gehen. Aber da muss schon ein gutes Angebot reinkommen, natürlich. Okay, dann schauen wir mal. Ich hatte ja die Idee. Jetzt fördern wir aus Versehen Ali, den wir ja loswerden wollen. Ich hatte ja die Idee, dass wir Sertic vielleicht doch nicht verkaufen, weil wir den jetzt nicht mehr so gut unterbekommen. Und stattdessen eventuell den gleich starken Stefan Himmel lieber verleihen, damit der Spielpraxis bekommt und besser wird. Das finde ich eigentlich cool. Wir sind jetzt im Trainingslager diese Woche. Also wir können meinetwegen auch Ali Terranova behalten. Und Erik Winks muss dann gehen. Ist natürlich einer von uns quasi, von den Kommentaren. Aber darauf können wir natürlich nicht Acht geben bei solchen Sachen. Der hat auch eine sehr bittere Ausstiegsklausel vereinbart. Ja, aber da könnten wir ein bisschen Geld reinholen. Das würde schon gehen. Alles klar, dann machen wir das so. Wir versuchen Himmel zu verleihen. Dann kann Sertic bleiben. Als Ersatz. Verteidiger. Und wenn Winks geht, dann ist das auch in Ordnung für uns. So oder so brauchen wir jetzt einen Künstler. Und Borg Bubble ist kein Künstler. Ja. Frank Diekmann ist zu teuer. Wie sieht's denn mit Elias Haus oder mit Isidore Eloshevili aus? Der 24-Jährige ist natürlich deshalb interessanter, weil er jünger ist. Wir länger was von ihm hätten. Der andere ist aber schon trainierter, könnte man sofort einsetzen.
und ist stärker. 5-6. Und der hier hat eine stark erhöhte Verletzungsanfälligkeit, er hier nicht. Ja, dann macht er hier mehr Sinn. Hat nur eine schlechte Schnelligkeit, eine schlechte Robustheit. Ja, es ist auch nicht das Gelbe vom Ei, aber wir haben jetzt nicht so viele Möglichkeiten, uns jetzt jemanden rauszupicken, der großartig ist. Wir können gerne nochmal schauen, haben wir jetzt jemand zur Leihe? Ein Stürmer? Tatsächlich nicht, das ist schon interessant. Rechtsaußenstürmer zur Leihe. Ben Schrage, den können wir umtrainieren. Dann bringen wir einfach die Nebenposition bei. Marktwert 1,5 Millionen. 6,1er. Ben Schrage. Elias Jasper. Könnte man im Notfall auch umtrainieren zum Stürmer. Aber das gibt erstmal Krieg, wenn wir noch einen offensiven Mittelfeldspieler kaufen. Also wie sieht es denn aus mit dem Rechtsaußenstürmer? Das ist ja nur eine Laie. Wenn er kein Künstler ist, dann müssen wir ihn ja nicht übernehmen. So, dann gucken wir mal, ob wir ihn leihen können. Weil dieser Elias Haus ist auch irgendwie weder Fisch noch Fleisch. Dieser Ben Schrage ist halt 18. Mit dem kann man halt echt lang noch planen. Ja, wir gucken mal. Wir scouten sie trotzdem weiter. Und dann, oh, diesen Nico Leber können wir auch nochmal scouten. Warum nicht? Einladung Hauptsponsor, wir gehen hin. Fanclub besuchen machen wir. Wir planen das Trainingslager. Jetzt müssen wir uns natürlich überlegen, wie wollen wir das Trainingslager gestalten? Was wollen wir trainieren? Was soll besonders effizient trainiert werden? Ich würde sagen, wir stellen mal Defensivspiel ein. Und die Abseitsfalle, die wird entfernt mit Torabschlüssen. Dass wir jetzt hier wirklich nochmal defensive Sachen lernen und die Torabschlüsse lernen. Gar nicht mal auf die Sachen hier bezogen, auf die Taktiken, die kriegen wir auch so hoch. Sondern dass wir wirklich nochmal Torabschlüsse ordentlich priorisieren und defensive Sachen ordentlich trainieren. Auch hier gegen Pressing ist echt nicht schlecht. Wir machen das, glaube ich, so. Wie sieht es mit der Kondition aus? Bei allen gut? Ja, einige haben frische Probleme. Aber wir können ja die anstrengenden Sachen auch unterfahren. Nee, im Trainingslager macht das keinen Sinn. Wir machen das so. Alle müssen mit. Alle müssen durchziehen. So, Stefan Himmel. So, das könnte vielleicht auch deine Chance sein, dich nochmal zu beweisen. Es könnte deine Chance sein, dich nochmal zu beweisen, dich zu verbessern und dann zurückzukommen und für uns richtig interessant zu werden. Das ist eigentlich eine tolle Idee. Ihn eventuell zu verleihen. Und dann kann Sertic nämlich bleiben. Wir brauchen halt nur jemanden, der ein Innenverteidiger sucht. Und wir machen dich günstig, weil wir wollen ja kein Geld mit dir verdienen, sondern wir wollen, dass du viel spielst. Deswegen will ich auch eher einen schlechten Verein für dich. Damit wir dir viel Spielzeit garantieren können. Aschaffenburg. Laie. So, 58.000.
Super. Bei Aschaffenburg wirst du viel spielen. Die wollen dich nur dieses Jahr leihen. Das ist ja super. Die übernehmen 95% des Gehalts, zahlen eine Leihgebühr von 66.000. Das ist ja toll. Das ist ja toll. Und Sertic kann bleiben. Es ist ja perfekt. Dann bekommt der mal Spielpraxis, der Junge. Das ist ja perfekt. Ganz, ganz toll. Ich hoffe, dass wir jetzt auch noch den ein oder anderen Spieler verkaufen können. Aber erstmal schauen, ob das Angebot für Wings reinkommt. Also, Ben Schrage wollen wir leihen. Ja, das wird teuer. Also, die Kaufoption wäre natürlich schön, wenn wir die hätten. Aber wenn wir den ein bisschen runter handeln können. Ben Schrage hat einen Marktwert von 1,5 Millionen. Wir würden ihn quasi bekommen für 860.000. Und dann die Kaufoption obendrauf irgendwann. Verhandeln mal. Okay, die kommen uns gut entgegen. Also 560.000 Leihgebühr, 65% der Gehaltsübernahme. Das heißt, er kostet uns 860.000. Ist höchstwahrscheinlich ein Künstler, der zwar noch nicht im Sturm eingesetzt werden kann, aber wir können ihn ja umpolen. Das ist nicht das Problem. Und eine Kaufoption von 3,4 Millionen. Das ist sehr hoch. Das ist eine sehr hohe Kaufoption. Aber dann spielen wir auch im besten Fall schon in der zweiten Liga. Und dann sind das Peanuts für uns, falls er sich bis dahin so gut entwickelt hat, dass wir sagen, er muss behalten werden. Wir unterschreiben den Vertrag. Und vielleicht geht Erik Wings raus. Und wir bekommen nochmal ordentlich Geld oben rein. Das könnte sein. Wir schauen mal. Ich hoffe, er ist wirklich ein Künstler. Jetzt kommt die Verhandlung wegen Elias, der 24-Jährige. Wir haben ja gerade den 18-Jährigen zur Leihe geholt. Dich brauchen wir jetzt nicht mehr. Super. Ben Schrage. Du bekommst die... Die 39. Wings hat ja die 29, dann bekommst du die 39. Cool. Ich hoffe, er ist Künstler. Ich hoffe, das hat geklappt. Okay, das Präsidium schaut sich gerade schon andere Trainer und Manager an, wer eventuell in Frage käme für unseren Posten. Erik Wings. Es muss schon ein gutes Angebot sein. Also für 600.000 verkaufen wir Wings definitiv nicht. Da muss schon alles rein. Nein. Für 750.000. Auf gar keinen Fall. Erik Wings ist ja super viel wert. Interesse erloschen. Nein. Für das Geld nicht. Aber weil wir eigentlich alles bereits jetzt besetzt haben, könnten wir auch im Sturm überlegen, wenn wir jetzt keinen Stürmer loswerden und quasi einen Stürmer zu viel haben, ob wir auch nochmal einen Stürmer zur Leihe anbieten, der sich dann woanders entwickeln kann und dann wiederkommt. Und schaut mal, wir dachten, er wäre ein
6-Sterne-Kandidat. Aber er ist ein 7-Sterne-Kandidat. Mit 18 Jahren und ist jetzt schon 2,4 Millionen wert. Da ist vielleicht die Kaufoption von 3,4 Millionen sogar richtig günstig. Und er ist ein Talent. Wunderbar. Ganz toll. Ganz toll. Trainingslagerbericht. Taktik gegen Pressing ist hochgegangen. Teamgeist ist hochgegangen. Taktische Ausbildung von Feinherb hat sich verbessert. Ashia hat ordentlich dazu gewonnen. Kantholz leider ordentlich abgenommen, aber alles in allem sieht das doch echt gut aus. Schön. Stufenaufstieg für uns. Das ist deshalb gut, weil die Spieler dann weniger Abzüge auf uns haben. Das ist schön. Wir können jetzt jemanden 10% Boost geben bei seiner Entwicklung. Dan Wallace beim Antritt fände ich ganz cool. Jimarez bei Freistößen. Oh, ich finde die doppelte Freistoß-Power eigentlich noch besser. Ja, Jimarez bekommt den Boost. Und wir dürfen uns was aussuchen. Spielerbeurteilung 2. Das würde uns bringen, dass wir junge Talente noch besser erkennen würden. Ich glaube, das machen wir auch. Ich glaube, das machen wir. Ja, wir gehen weiter in Talentsichtung. Cool, sehr, sehr cool. Und jetzt stehen wir vor dem nächsten großen Spiel. Und zwar im Spiel vor und gegen Mainz. In der ersten Pokalrunde. Ein sehr, sehr ekelhafter Gegner. Schade, dass wir wieder einen Bundesliga-Erstligisten gegen uns haben. So wird es schwierig, weiterzukommen im Pokal. Aber wir werden es probieren. Wir werden es probieren. Und dieses Mal stehen die Chancen höher. Letztes Mal standen sie ganz schlecht. Und wir haben es zumindest bis zum Elfmeterschießen geschafft. Vielleicht kriegen wir es ja doch noch hin. Drückt ihr uns die Daumen? Kriegen wir das hin? Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Wenn ihr uns die Daumen drückt. Und wenn wir uns dann schon in der nächsten Folge wiedersehen.